Hallo, mein Name ist Sascha Tatil und heute geht es um das Thema, was ein Shopware-Shop kostet. Also Shopware ist in den letzten Jahren also sehr populär geworden. Also wenn man früher noch vielleicht noch OS-Commerce kannte und andere Software wie Magento oder WooCommerce, dann kann man sehen, dass eigentlich dieses Shopware gar nicht so bekannt war. Also die meisten, die einen Online-Shop umgesetzt haben und auf eine Shop-Lösung oder ein Shop-System gesetzt haben, die haben meistens Magento genutzt. Oder die andere Lösung wäre dann gewesen, zum Beispiel eine eigene Entwicklung basierend auf PHP zu machen. Oder halt, wie schon gesagt, diese ganzen unterschiedlichen Shop-Systeme wie XT-Commerce, PrestaShop, WooCommerce und sonstiges zu nutzen. Aber in den letzten 2-3 Jahren hat Shopware sehr stark an Gefolgschaft, besonders im deutschsprachigen Raum, gefunden. Und ich glaube, der Grund liegt einfach darin, dass Shopware fast so gut ist wie Magento, wenn es um die ganzen Funktionalitäten geht. Und gleichzeitig hat es den Vorteil, dass es auf die Bestimmungen, die es hier in Deutschland gibt, auch eingeht. Also zum Beispiel, das wären zum einen die rechtlichen Bestimmungen, wo man überall Checkboxen haben muss, wo man überall Buttons haben muss und wie die beschriftet sein müssen. Das wird höchstwahrscheinlich in einer Magento-Entwicklung nicht der Fall sein. Also da muss man wirklich alles nochmal neu programmieren, sodass dann halt auch die Bestimmungen erfüllt werden. Auch wenn es zum Beispiel um Plugins geht oder Themes, die kostenfrei oder kostenpflichtig von Magento bereitgestellt werden. Auch da überall wird es ja dann so sein, dass das nicht auf den deutschsprachigen Markt oder auf Deutschland abgestimmt ist, sondern es wird immer auf eher einen globalen Markt ausgerichtet sein. Und bei Shopware wird es halt so sein, dass man wirklich alles auf den deutschen Markt ausgerichtet hat und daher sind auch die Bestimmungen erfüllt und damit wird die Entwicklung halt viel einfacher. Ein weiterer Vorteil ist, dass man damit halt auch kleine Online-Shops umsetzen kann. Mit klein meine ich jetzt so Shops, die von kleineren mittelständischen Unternehmen oder kleineren Unternehmen genutzt werden. Und da wurde lange Zeit vielleicht sowas wie WooCommerce genutzt oder vielleicht eine Fertiglösung wie Shopify sogar. Und dieses Shopware hat halt genau diesen Bedarf gedeckt und heutzutage werden ein Großteil der Shop-Projekte mit Shopware umgesetzt. Und jetzt zur Hauptfrage, was kostet denn so ein Shop? Also auf unserem Blog auf youhero.de haben wir bereits was geschrieben. Der Link ist auch unter diesem Video zu finden. Und die Kosten setzen sich aus unterschiedlichen Punkten zusammen und die wären zum einen die Konzeption, dann ob man ein individuelles Design nutzt oder ein Template, dann ob man Plugins benutzt, dafür gibt es zum Beispiel kostenfreie und kostenpflichtige und auch ob es dann Individualprogrammierungen benötigt. Jetzt gehen wir mal auf die einzelnen Punkte drauf ein. Also zum einen die Konzeptionsphase. Also der Shop muss eruiert werden, wie der Shop aussehen wird, wie das Design in etwa aussieht, wie die Benutzerführung aussieht. Und da muss man sich natürlich dann zusammensetzen mit dem Kunden und eruieren, wie das Ganze aussieht. Dann hat man zum Beispiel einen Workshop, wo man die ganzen Punkte durchgeht. Und viele Agenturen und IT-Dienstleister werden bereits diesen Punkt berechnen und da können dann vielleicht 10, 20 Stunden oder sogar mehr an Aufwand entstehen. Aber die Agentur wird sicherlich auch einen großen Mehrwert dadurch liefern, dass dadurch die Entwicklung schneller geht und auch, dass die richtigen Sachen umgesetzt werden. Dann geht es um das ganze Thema, ob man jetzt zum Beispiel ein Template nutzt oder ob man das ein Individualdesign erstellt. Und gehen wir mal von dem ersten Punkt aus, dass man ein Template benutzt, dann kann man kostenfreie nutzen. Dann wird es ein sehr simples Design sein. Und wenn man, sagen wir mal, ein gutes Design benötigt, dann muss man schon ein Template kaufen, das vielleicht 300 oder 400 Euro kostet. Aber damit ist es nicht getan. Der
die Agentur oder der IT-Dienstleister oder der Freelancer, der braucht sicherlich nochmal 8 bis 10 Tage, bis die ganzen Anpassungen in diesem Shop vorgenommen sind, damit es so aussieht, wie der Kunde sich das dann wünscht. Aber was in den meisten Fällen passieren wird, ist, dass das Design nicht unbedingt, also so ein Template nicht unbedingt den Anforderungen vom Kunden entsprechen werden. Also ich würde sagen, so 70-80% der Fälle hat der Kunde bereits eine Art Corporate Identity oder Corporate Design und das muss dann befolgt werden, weil alle Marketingmaterialien, alle Flyer, Logos und so weiter sind aufeinander abgestimmt und da muss es der Online-Shop natürlich auch also mit reinspielen, ohne dass man da einen großen Unterschied sehen kann. Da muss man halt ein individuelles Design erstellen und der Aufwand ist ein bisschen höher. Also ich gehe davon aus, dass man ca. 10 bis 20 Werktage braucht, bis man so ein individuelles Design erstellt hat. Es kommt aber auch natürlich auch darauf an, wie viel bestimmte unterschiedliche Seiten es gibt, ob es da einen bestimmten Checkout in dem Einkaufswagen gibt und so weiter. Also da muss man nochmal schauen, genau was der Aufwand ist. Dann gibt es natürlich auch viele Plugins, die man nutzen kann und die erweitern die Funktionalitäten von so einem Shop. Das können komplexe Module sein, wie zum Beispiel ein Produktkonfigurator oder auch ähnliche Sachen. Und auch bei Shopware sind diese Plugins meistens relativ teuer. Die kosten auch zwischen 200 und 300 Euro. Aber auch hier meistens sind die Plugins nicht immer 100% passend. Zum Beispiel diese ganzen Produktkonfiguratoren, die sind vielleicht nicht angepasst für den Kunden. Also man kann vielleicht ein T-Shirt-Produktkonfigurator finden, der spezielle Funktionalitäten hat. Aber wenn jetzt der Kunde einen spezifischen Geschäftsablauf hat und auch besondere Wünsche an, wie der Produktkonfigurator aussehen soll, was er machen kann, dann muss man den von Grund auf programmieren. Und solche Plugin-Individualprogrammierungen können schon einiges an Zeit beanspruchen. Nochmal ganz kurz zurück zu den Plugins. Also wenn man Premium-Plugins kauft oder sehr viele Premium-Plugins von Shopware kauft, dann kann man auch es gibt eine Lizenz von Shopware, wo alle Plugins, Premium-Plugins schon enthalten sind. Das kostet 5.900 irgendwas Euro und dann muss man sich nicht mehr die einzelnen Plugins kaufen, sondern kann wirklich alles nutzen. Und der weitere Punkt wäre dann eine Individualprogrammierung. Also wenn jetzt wirklich an dem Shop irgendwas nochmal dran sein soll, was jetzt außerhalb der Anforderungen liegt und man muss da wirklich was, einen Kalkulator oder so eine Art Suchmaschine bauen, dann muss man diesen Aufwand natürlich auch mit einberechnen. Und hier nochmal eine kurze Übersicht, was denn so ein Shop kostet, damit wir einfach mal ein Gefühl bekommen, was das alles kosten kann. Also die Einrichtung von so einem Shop ist vielleicht also einfach nur die Grundbasisinstallation, die kostet vielleicht 1000 Euro. Dann braucht man noch eine Lizenz, am besten kauft man sich die, also nimmt man nicht die kostenfreie Lizenz, sondern man nimmt die Lizenz, wo auch das Storytelling dabei ist. Und diese Lizenz kostet 1295 Euro. Dann, wenn man individuelles Design benötigt, dann kostet das vielleicht zwischen 5000 und 10.000 Euro. Es kommt aber darauf an, wie man das Ganze angeht. Wie schon gesagt, also wenn man ein fertiges Design nutzt oder ein individuelles Design. Dann, wenn man noch individuelle Programmierungen braucht, von Plugins zum Beispiel, dann kann das ca. so 4.000 Euro kosten. Und wenn man diese ganzen Kosten zusammenzählt, dann kommt man auf ca. 14.295 Euro. In unserem Blogbeitrag ist das nochmal genau aufgelistet. Und aber das war jetzt eine grobe Kalkulation. In den meisten Fällen wird so ein Shop so ab 20.000 Euro kosten. Ich hoffe, die Informationen waren interessant für euch. Also ihr könnt mal schauen, was ihr so für Erfahrungen mit solchen Shops gemacht habt, was die Kosten so in ungefähr waren. Und ihr könnt auch diesen Kanal abonnieren, wenn ihr Interesse an weiteren Videos habt. Es kommen immer wieder mal Videos zu, wie viel so eine Programmierung von unterschiedlichen Arten von Shops kostet, aber auch über Outsourcing und auch über unterschiedliche Dinge. Also alles, was mit Programmierung, IT und Outsourcing zu tun hat. Und
Ihr könnt natürlich auch eure Kommentare hinterlassen, ihr könnt diesen Beitrag teilen und ich freue mich auf einen Austausch. Bis dann.